Hallihallo Leute und willkommen zurück bei World of Tanks, immer noch mit der Affenbande unterwegs. Hallo. Jawohl. Nächste Runde. Was? Nächste Runde? Du willst schon aussteigen? Ich teile mich jetzt und mache noch eine Runde. Wohin fahren sie? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, links. Alle warten auf uns. Ja. Dann fangen wir halt auch einfach mit einer Richtung an. Fahren auch welche nach außen, es müssen also noch welche in der Mitte bleiben. Ja, dann bleibe ich in der Mitte. Rot ist rum so umständlich. Mal hier durch. Okay, dann helfe ich dir mal dabei. Ich könnte wetten, die kommen über die andere Seite. Möglich. Guck mal gerade. Ja, sie fahren in die Mitte auf jeden Fall rein und ja, sie im Runden gerade. Sagen, hier ist nichts, wir können also auch theoretisch umrunden. Wir sind drei im Cap. Ja. Dreht mal nach rechts ab und holt euch den Cap. Ich fahr zum Cap, Moment. Bin. Scheiße. Bin Jürgen. Fuck! Oh. Nein, ey! Falsch, hat voll in den Rhein, er drückt ab ja, und ich aber bin tot. Ich kann nicht helfen, Jürgen, du musst die Ecke wegballern. Shit. So schnell kann man noch gar nicht reagieren. Immer noch die Ecke wegballern. Boah. Taxi, links, links von dir, links von dir. Ja, ja. Da, ich muss ja auch weg. Ja, nicht links, ach, rechts, sorry. Links von mir, rechts von dir. Jacke wie Hose. Bleib mal hier noch eigentlich. Wo kommt der denn her? Ich stehe die ganze Zeit schon hinter dir. Ach so. Da spielt jemand Insert Gun mit Jack. Au. Ich hab wieder nur 3200. Och Mann, ich häng natürlich fest hier. Ach Scheiße. Brauch jetzt Damage. Aber ich häng gerade an den scheiß Felsen fest. Du hast so viel Auswahl, Solek. War du ein Taxi und noch einer, das sind die letzten. Komm mal ohne rein, Auswahl, ne? Weg. Da hat Solek uns nicht mehr halt, kriegen wir die ganze Zeit nur noch auf die Klappe. Genau, geben wir Solek die Schuld. Das wird es sicherlich sein. Genau. Klar? Ja. Geben wir mir die Schuld. Ah, egal, ich reite aus. Wir können ja auch im Baldrian die Schuld geben. Solek, du kannst die Schuld loswerden, indem du das jetzt alleine carryst? Ja, gehe Captain. Ja, ja. Ich gehe Captain, sicher. dann nehme ich mir den Siegbonus noch mit, ne? Drück mal auf den Transformers-Button und werde zur Maus. Genau. Nur um dann festzustellen, dass die Gegner immer noch zu viel Durchschlag für dich haben. Ja. Ja, natürlich zur Pixelmaus. Ja, mit 999 mm Panzerung angewinkelt, ne? Naja. Und als Waffe eine Falle, die man nach vorne schlappt und auf den Gegner drauf hat. Genau. Die da so 1300 Schaden macht, das ist ja schon nice. Also Solek, wenn du jetzt noch 4 Minuten im Kreis fährst, dann hast du immer einen Unentschieden rausgeholt. Ich glaube nicht, dass ich 4 Minuten im Kreis fahren noch überleben werde. Auch nicht, aber darum geht es ja nicht. Schau mal, da ist ein Mann. Also, du bist jetzt schnell, du bist langsam, aber du sollst dich für eins von beiden entscheiden. Noch, ich entscheide mich für Damage. Ist Damage. Und tot. Ja, pff. Da kann der Sack von nicht. Ich hätte mir noch einen rausgefokust, aber naja. Wie auch du alleine jemanden fokussen willst. Nein, ist die. Dann würde ich nur den beschießen. Ein Mammut schießt so. Also die Schüsse von Mammut sind so langsam, dass ich den ausweichen kann. Ja, aber Fokus heißt ja schon, dass mehrere Leute auf einen schießen und den zusammen fokussieren. Haben wir gerade gesehen. Du hast bis 6 Schüssen ausgeweicht, nämlich nicht. Ja, weil er vor mir stand, Drake. Jetzt mal auf das Arctic Fox fahren. Ja, tatsächlich jemand, der noch weniger Schaden gemacht hat, als ich. Beeindruckend. Aber dafür der Spieler repariert. Ja, mein Doc, ich lese gerade hier schön die Entwickler von dem Newsletter. Wird dir total gefallen, 2015 werden keine neuen Arti-Stränge hinzugefügt. Ja. Das haben doch schon alle welche. Nee, lass mal. Ich hab's nur in Chinesen nicht. Brauchen wir auch nicht. Richtig. Ja, für Japaner arbeiten sie aber noch an dem Konzept von schweren Panzern, die vielleicht irgendwann mal kommen können. Und bei Chinesen.
Bei den Chinesen müsste dieses Mal auf jeden Fall noch was kommen. Das Problem ist halt, dass die Chinesen haben das gleiche Problem wie die Franzosen. Sie sind nicht beliebt genug, als dass viele Leute sie spielen würden. Und dementsprechend kriegen die halt auch nicht allzu oft was ab. Die Russen kriegen wahrscheinlich noch eine Heavy Linie. Ich vermute. Oh, klar, noch eine Medium-Linie. Ich meine, die braucht noch ein 10er Medium, habe ich gehört. Noch den vierten, sicher. Nein, den fünften, was denn noch den Kampagnen-CD. Wenn 1% aller Chinesen das Spiel spielen, sind es mehr als den Rest auf der Welt, ne? Ja, aber du darfst doch eins nicht vergessen, die Chinesen haben ihren eigenen Server. Uns kann komplett egal sein, was die sich denken, denn das passiert alles ohne uns. Und auf dem chinesischen Server wird fast nur Typ 59 mit Gold gespielt, weil du da den Typ 59 preiswert kaufen kannst und dir dann auch mal eben 1000 Gold-Shells dazu bekommst, instant. Und dann wird das Ding, und du kannst dann auch einfach gezielt Goldmunition für den kaufen. Das ist so, Matches bestehen zur Hälfte aus dem Panzer einfach, durchgehend. Außerdem gibt's hier 6 großen Server. Und weswegen Wargaming natürlich stark auf seinen Russenpanzer sitzt. Es geht nicht nur die Russenpanzer, Deutsche und Amis und Briten nicht ganz, aber Deutsche und Amis sind als Panzer genauso beliebt. Das Problem ist halt, dass einfach gerade Franzosen, Chinesen und Japaner halt nicht so viel gefahren werden. Das ist nun mal so. So, da kommt nichts. Das heißt, wir können uns eigentlich schon mal umdrehen und reagieren. Denn unsere Mammuts haben durchgedrückt. Die fahren echt durch die... LOL. Der Arctic Fox schießt sich durch die Mitte. Auf der Seite durch, die haben wir schon durchgeschossen. Hier ist was gefunden. Ja. Wir räuchten jetzt mal unsere Polarbären wieder. Sorry. Ich bärde. So, ich glaube, da mal hinter euch stehen, halt schon mal, Doc. Damit der nächsten Schuss vom Polarbär überlebt. Da kommt übrigens direkt was durchgerascht. Oh, ja, ich krieg auch von hinten. Ach so. Das bin immer noch ich. Naja, ich hab's gerade gemerkt. Oh, ich, Doc, bin so gut. Ich bin fast an deiner Seite. Noch was mit Frist und noch etwas mit Austeilen. Ja, was soll ich machen? Die können um die Ecke schießen, ich nicht. Oh, Mann, ja. Wie sieht das aus? Ja, sehr gut, Drake, sehr gut. Oder wer auch immer da geholfen hat. Ja, jetzt muss ich zusehen, dass ich hier wegkomme. Ja. Verpiss mich mal ebenfalls. Ja, die unsere Mammuts kommen von hinten an, das könnte tatsächlich was werden. Jetzt müssen wir auch zurück. Ja. Lass mal hier so leck, genau. Wieder zurück auf die andere Seite. Wir werden aufgeraucht, unsere Heavys. Shit. Kannst du auf den Polarbär? Ich komme da jetzt auch gleich hin. Ziele voraus. Leicht gepanzertes Ziel voraus. Hier ist alles leicht gepanzert. Ja, dann bin ich leicht gepanzert. Na super. Ich kann nicht mehr mitspielen, weil einer von unseren Panzern meint. Warum? Er muss ja mal komplett den Weg verspannen. Wie sieht's eigentlich mit deinem Lebenspunkt aus? Oh, jetzt treffe ich einen eigenen, weil er unbedingt in die Schusslinie fahren muss, der Depp. Ja, dann fokussen wir jetzt hin. Was? Der hat sich von seiner Gruppe entfernt. In der Natur, ne? Wenn's nur von daher. Ich könnte jetzt wirklich Heilung gebrauchen, so leck! Bin da rein. Vielen Dank. Sag mir, wenn vorher was auftaucht. Unter Umständen könnte dich gleich ein Mammut sehen. Oh, du bist ja schon voll. Reicht, und, reicht. Mach einen letzten Schuss rein. Ich brauche mal wieder Heilung, ich habe auch nur noch 1000 Pünktchen. Hast du schon dein Damage? 8,3 habe ich bis jetzt. Hast du das abbekommen? Entschuldigung. Wir müssen jetzt die Leichtpanzer töten da. Die heilen den die ganze Zeit. Deswegen bin ich da reingefahren, um auf die zu gehen. So langsam haben sie es auch gemerkt, sehr schön. Und die Minions feiern es. Der kommt, will rauskommen. Ach, genau. Jürgen, du musst den wegmachen. Der ist tot. Ach. Boah, jetzt hat er mir gelackt, wie blöd. Nein, der ging nicht durch, was? Ja, ja. Man kann ihn abprallen. Ja. Und Kill gesnackt. Zu spät. 5600 Schaden, diesem kleinen Scheißer. Ja. Bisschen heilen. Ich sag jetzt nicht mehr, wie das ich hab. 5800. Ich kann sagen, so leck, das haben wir sehr gut alleine gecarried. Ja. Ich hab den Bonus fast alleine geholt. Jo. Ja, fast. Bina hat schon mal 21.000 gehabt. Ja. Kein Witz. Da saß ich auch im Polarbär. Ja, also ich würde sagen, unser Zug hat hier doch gut was beigesteuert, ne?
Alles? Ja. Ja, nur Taxi hätte noch einen Schuss mehr reinbekommen können. Ja. Dann wären wir alle glücklich. Ja, da hat der VT etwas mehr gemacht. Ist okay, ist okay. So, 87%, Yippie. Ja, ich bin bei 79. Also das ist, und liebe Zuschauer, vergesst nicht, es ist jetzt ein Abend, den ich hier quasi gerade das Spiel durchgehend aufnehme. Noch ein, zwei Folgen mehr und ich habe tatsächlich den ersten Skill darauf voll. Und das ist besser als meine eigentliche Scout-Crew, die ich bisher habe. Nett, nett. Der Modus gefällt mir. Unter Umständen soll ich da doch noch anfangen, mir einen Ersatz-Crew-Franzosen auszubauen in den nächsten Tagen. Mhm. Nächste Panzer. Wenn ich hier mit dem zweiten Skill fertig bin, dann fahre ich nur noch Polarbär. Ich weiß gar nicht, ob ich den zweiten komplett ausbauen will. Kann man eigentlich wie bei Premium-Panzern hier eine andere Crew reinsetzen? Nein. Interessiert mich auch nicht. Ich meine, der Polarbär ist halt deswegen verlockend, weil ich halt für die Franzosen tatsächlich echt sogar zwei neue Crews brauche, weil ich halt Scout und Heavy Achter behalten will und halt auch die Zehner dann haben will. Da bräuchte ich halt eigentlich neue Crews, da wäre zumindest eine auf dem zu züchten. Und wenn es nur denn ist, dass ich mir den auf einem Skill 6 Sinn erspiele, ist ja schon viel wert dann. Auch TD Crews und Scout Crews. Gute Idee. Gute Wahl. Also, hier werden Batzen gebildet, echt? Ja. Ich dachte mir doch, vielleicht kann ich auch hören, dass jemand anders vorbeikommt, aber ihr habt es auch mit euch gefahren. Ich habe eine Pfeilformation vor mir. Die kommen aber aus der genau gleichen Richtung. Vor mir, ja. Die Gegner kommen hier? Ah, oder hat irgendwas von hinten auf mich geschossen? Der wird nicht so hin. Ja, geht. Ach, Digga, bleibt doch nicht stehen. Wenn ihr alle umrundet, ja, warte, ich drehe um. Aus. Ich gehe auf zu Protus. Ich fahr grad auch wie ein bekloppter Depp, ey. Mein Herr, bin ich gerade übel. Ja, daneben geschossen. Ah. Dann direkt erstmal. Wir setzen schon an, denen den Rücken zu fahren. Na, ich bin gleich schon wieder dicht down hier. Bin tot. Ja. Er versucht mich zu rammen. Ich muss hier weg. Ah, ich weiß zur Hölle, warum hänge ich hier dauernd an der Ecke fest? Meine Fahrkünste sind gerade. Ich habe gerade einen kritischen Treffer verursacht. Oh, da hat mich einfach jemand von hinten aufgespießt. Danke. Nein. Du kleiner. Nein. Nicht. Auf den Polarbär getroffen. Der jagt mich jetzt. Ich bin hier nur am Abhauen. Ah, Doc. Komm mal zu dir, da kann ich dich heilen. Ist der kein Plan, ich komme mal zu dir. Krieg ich noch meinen Heilbonus für diese Runde? Das ist nämlich genug, wie verloren haben. Wie viel muss man dafür machen? Vielleicht ungefähr 1000 oder so. 200 sind zu wenig. Ja, ich bin gleich platt. Voll. Jetzt lassen wir hier wieder zusehen, dass wir da hinten uns in den Kampf einmischen. Ich sehe da schon wieder was zu beschießen. Und tot. Ihr habt euch schön kalt, in der Zeit sind 4 gestorben. Das ist unpraktisch. Ja, weil wie gesagt, TDs müssen gegen Nahkampf-Heavys antreten. Ja, dann fragen wir unsere Heavys, warum die da nicht waren, um euch zu schützen. Direkt als erstes rausgefokust worden. Und von hinten geheilt oder sowas? Jetzt nicht mehr. Fakt, aber vielleicht doch ein bisschen viel. Oh, okay, es ist eh nicht mehr viel übrig. Aber ich hab meinen Schaden bekommen. Ja, cool. Ja, ich auch. Ich hab 5-8. 9 gekillt. Sweet. Ich fände ja echt, dass man für Kills irgendwie auch kleinen Bonus bekommen sollte. Ja, so weil bisschen, es sonst echt schwer ist, hier was abzubekommen. Weil im Schnitt verteilt sich, dass man irgendwie. Der eine, der da 4 Kills hat, hat halt schon echt der viel. Der Polarbär kommt. Schuss. Ja. Wieder Schuss. Noch ein Schuss. Ja! Das war eine Ecke. Oh, das ist eine Ecke. Schade. Ja, aber jetzt noch Schaden ausgeteilt, weil wir brauchen ja Schaden, ne? 5000 Schaden habe ich noch ausgeteilt. Oh. Na, ich habe auch 5. Doc hat auch 5. Nein, Doc hat 2,5. Und ich habe noch meinen Heilbonus bekommen. Ja, Match, und es hat gereicht. Dann habe ich den kompletten Bonus. Ah, das war wieder eine gute Runde. Oh, ich hab. Oh, 250.000 habe ich bis jetzt plus gemacht, seitdem wir hier spielen.
Ah, ich habe aber 175, die ich mitbekommen habe. Aber gut, ich schieße halt häufiger mal Gold raus, das kostet dann doch ein bisschen was, oder? Wie viel kostet das eigentlich? Okay, ich habe 1,8 Millionen Einnahmen. Hallo, wo habe ich das Geld her? Oh, naja, das ist schon echt viel. Viel. Winterauftrag. Das ist einfach nur Geldfarm pur. Kriegt man da das so viel Kohle? 50.000 kriegst du einmal, wenn du diese 25 Gefechte voll hast. Na, die habe ich aber noch nicht. Ja, ich habe ja schon 20. Dann, wenn kannst du dein Damage insgesamt hast machen. Und gewinnst, dann gibt's 30.000. Guck mal, ich habe jetzt mit 400.000 angefangen. Ich habe jetzt 2 Millionen mehr. Also nee, ich habe jetzt, okay, man muss es auch sagen, in den letzten 60 Gefechten 1,2 Millionen gefahren. Ich habe 64 Millionen bekommen, seitdem wir das heute spielen. Ich fahr zu viel Arti dafür, dass ich Plus machen könnte. Na, aber ich habe mein Panzer, mein Archer, den, wo ich mir vorhin gekauft habe, da bin ich ja wieder unter meine 20 Millionen gefallen. Ich habe jetzt meine 20 Millionen fast wieder. Der Archer ist ja nicht teuer. Ja, ja, aber Drake muss doch seine 20 Millionen halten. Nein, eigentlich 35. Wenn ich so viele Credits hätte, könnte ich ja tatsächlich alles das im Panzer kaufen, was ich noch offen habe. Ja, ich habe keine mehr offen. Waren halt mal schnell 3 Sieme und ein 8er. Da waren bei mir alleine zu viele 9er und 10er noch aufs Kaufen. So, links, links, links. Jungs, links ist die andere Richtung. Ich hab rechts, links, oben, unten Speicher. Ja, dann guck auf der Map danach, wo alle anderen langfahren. Ey Gott! Oh, ja, Jürgen, ich hab's gesehen, dachte mir auch, so weit zurückzufahren, dass wir vorbeikommen hier. Die anderen fahren oben rum. Also sind wir am Einser. Jetzt euch mal hier. Hallo, Bär. Ja, ja, Glück. Sind die kaputt oder sind das die Gegner? Gut. Kommen wir ich guck mal gerade, die Gegner kommen auf der anderen Seite. Mehr sage ich ja beim Einser. Ja, dann lass uns flankieren und unsere Polarbären sollen sich halt hinten in Ruhe opfern. Ich meine, wofür haben wir da einen kompletten Zug aus Polarbären mitbekommen? Dass sie selbst vorrücken. Meine Güte. Und sie kippen. Herr Captain, bitte. Spielmodus, das kann nicht mehr. Wie wir gemerkt haben. Also, aber im Random ja, aber im Zug? Ich weiß auch nicht wofür. Sehr schön. Der Arctic Fox hat mir, nee, der Polarbär hat mir in den Arsch geschossen. Das Gute ist, ich tauche halt jetzt hinter deren Cap-Eingang auf. Ja, aber ihr habt nur noch 30 Sekunden Zeit. Ja, aber der hier frisst auch schon. Ja, ich habe nämlich nur noch 1000 Pünktchen und noch keinen Schaden verteilt. Wenn halt der andere Polarbär hier halt wieder zurückfahren würde, dass man tatsächlich... Sorry, ich habe noch die Gold durchgeladen. Sorry, Jungs. Bin schon wieder gestorben. Aber zu viel. Da will mich ein Polarbär holen, ich finde das nicht richtig. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die aus unserer eigenen Spawn-Ecke auf uns schießen. Doch klar, wir haben ja, denen ja das gleiche gemacht. Doc, fahr noch einmal komplett rum. Ist in Arbeit. Da wird nämlich jetzt dann gleich blöd gucken. Nein, er hat's gemerkt. Er guckt in meine Richtung, fahr mal links dran vorbei, Drag. Oh ne, jetzt kommt er, okay. Protoss, das könnte gut werden. Fahr du da rum, ich fahr andersrum, dann nehmen wir den in die Zange los, Gummi. Jetzt habe ich eins zu viel eingesteckt, ich bin so gut wie down. Ich fahr mal weg. Beziehungsweise auf Umrundungskurs. Ja, wie heißt der Gegnerplan noch gleich? Fail. Ja, aber sie konnten nicht mal das richtig schreiben. Lega Seniker. Lego Seniker, wenn ich bin. Aber es ist auch interessant, wie halt von uns auch einer im Cap drin bleibt, weil ist ja auch wichtig hier. Vor allem ein Polarbär. Ja. Gut, dass die keinen Schaden haben wollen, bleibt mehr für uns. Na, das Problem ist, ich habe nur 1,3. Ein bisschen am. Ja. Warum? Ja, das klar, Problem ist, ich habe nur 832 Schaden bis jetzt, verdammt. Oh, so, was bist du? So. Danke. Wie viel hast du? Oh, dann können wir ein bisschen mehr heilen. Ja, ich kann jetzt nicht. Lass mich noch verwunden, wenn du heilen willst, kein Problem. Ja,
Das war's. Ich hab nur 1500. Oh, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ich geheilt werde. Wenn ich herkomme. Ich hab aufgemacht. Dieser Gimmicks oder wie das Fuzzi immer heißt, der war immer vor mir gestanden. Wir haben den Gruppenauftrag nicht geschafft. Nein, wie gesagt, der Gim hat sich jedes Mal vor mich gestellt. Jedes Mal. Ansatzweise. Oh, da habe ich fast 4000 Schaden. Ja, aber wir haben schon wieder eine Folge voll, also bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.